Gabriele Tammerndl von der ÖVP ist erste Rednerin. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, die heutige aktuelle Europastunde beschäftigt sich mit Perspektiven der Budgetpolitik der Europäischen Union. Und dieses Thema beschäftigt uns ja schon immer. Aber jetzt, wo sich die Menschen in Großbritannien entschieden haben, aus der Europäischen Union auszuscheiden, beschäftigt uns dieses Thema mehr denn je. Man muss sich vorstellen, dass so ein mehrjähriger Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 beispielsweise eine Obergrenze von 1.087 Milliarden Euro an Verpflichtungsermächtigungen und 1.025 Milliarden Euro an Zahlungsermächtigungen für über 7 Jahre ausmacht. Das kann man sich, diese Dimensionen kann man sich gar nicht vorstellen. Allerdings, und das ist eine einfachere Größe, und ich glaube, das ist auch ein gutes Vorbild für künftige Finanzierungen, ist das 1% des Bruttonationaleinkommens der EU28 jetzt. Aber wir sind der Meinung, dass man dieses Modell, nämlich diese 1% des Bruttonationaleinkommens der Mitgliedstaaten, dann eben 27 weiterführen kann. Das würde bedeuten, dass die Einnahmen, die durch Großbritannien verloren gehen, kompensiert werden können und das Budget dadurch insgesamt eben geringer wird. Österreich und die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben einen Bruttobeitrag an die Europäische Union in der Höhe von 3 Milliarden Euro circa zu leisten. Das kann man aus dem Bundesvoranschlag 2017 entnehmen. Und ich glaube, wir müssen zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist, was macht man in der Zukunft, wenn die Briten tatsächlich ausgetreten sind? Das wird wahrscheinlich mit April 2019 sein. Aber wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, was ist nach, also bis der Finanzrahmen bis 2020 zu Ende geht, aber was ist nach dem Jahr 2020, 2021? Also erstens einmal, die österreichische Position ist klar, es darf nicht zu mehr Beiträgen Österreichs an die Europäische Union kommen. Und viele Mitgliedstaaten in der Europäischen Union haben ja selber sehr angespannte Haushalte. Das liegt an der Flüchtlingsproblematik, das liegt an der hohen Arbeitslosigkeit. Viele Mitgliedstaaten haben auch eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Einige Mitgliedstaaten, so wie beispielsweise auch Frankreich, wo ja jetzt ein neuer Präsident gewählt wurde und bereits im Amt sich befindet, haben über Jahre hinweg die Fiskalregeln nicht einhalten können. Die österreichische Position war immer, man muss sich an die ausgemachten Fiskalspielregeln halten. Denn es kann nicht so sein, dass man das in Krisenzeiten halt dann immer aufweicht. Ich weiß es, es gibt hier auch andere Meinungen. Was geht uns verloren durch den Brexit? Also es geht uns natürlich, der Europäischen Union geht auch sehr viel Wirtschaftskraft verloren. Aber wenn wir jetzt bei den Budgetperspektiven bleiben, dann gehen uns circa 12,5% des gesamten EU-Budgets ab in den nächsten Jahren. Und das ist schon ein großer Betrag, wenn man davon ausgeht, dass Österreich hier in etwa 2,5% des gesamten EU-Budgets geleistet hat. Wir sind auch der Meinung, dass das Vereinigte Königreich auch bis zum Jahr 2020, selbst wenn sie im April 2019 austreten, weiterhin seinen Verpflichtungen nachkommen muss. Man muss bedenken, dass beispielsweise an diesem Austritt viele andere Dinge hängen, wie beispielsweise der Britenrabatt ja auch ausschlägt auf andere Länder, weil wir ja von diesem Britenrabatt auch etwas gehabt haben. Das betrifft beispielsweise unseren Nachbar Deutschland, aber das betrifft auch die Niederlande und Schweden. Und wir dürfen hier nicht durch diesen Austritt jetzt noch zusätzlich belastet werden. Wir sind der Meinung, dass jetzt einmal, erstens einmal die Briten ihren Verpflichtungen nachkommen müssen. Das ist eine Forderung der Europäischen Union von 60 Milliarden an das Vereinigte Königreich. Allerdings ist es auch so, dass
für uns zwei Szenarien zur Verfügung stehen, die beide sehr unoptimal sind, möchte ich jetzt einmal sagen. Das eine ist, sollte es zu einem harten Brexit kommen und die Briten nicht nur ausgetreten sind und zusätzlich noch Rückflüsse von der Europäischen Union bekommen, dann wäre das für uns ganz bitter, weil dann würde, falls nicht die Ausgaben gekürzt werden seitens der Europäischen Union und dadurch eine Kompensation stattfindet, das für Österreich einen Mehrbetrag bedeuten von 1,3 Milliarden Euro. Also das ist unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass wir gerade in Österreich auch immer wieder über Spielräume reden, über zukunftsträchtige Maßnahmen, die notwendig sind und dafür auch kein Geld ist. Also ist die österreichische Position klar, dass hier keine zusätzlichen Mittel an die Europäische Union fließen können. In einem besseren Fall wären immer nur 900 Millionen Euro für Österreich fällig und auch das ist wirklich eine sehr suboptimale Szenerie. Also gut, ich habe heute ein bisschen Schwierigkeiten beim Sprechen. Aber was kann man tun für die Zukunft? Ich glaube, das ist ganz notwendig, dass wir uns auch über das Jahr 2020 hinaus Gedanken machen, was kann die Europäische Union tun, dass wir diesen Austritt der Briten verkraften. Also erstens einmal sollte die Europäische Union Strukturreformen vorantreiben. Wir brauchen auf jeden Fall Ausgabenanalysen inklusive einer Diskussion, was europäische Mehrwerte betrifft. Ich habe zuerst von der Flüchtlingsproblematik gesprochen. Europa hat hier einen oder einige Länder, das muss man auch leider Gottes sagen, da gehören auch wir dazu und Deutschland und Schweden, Europa hat hier eine sehr große Belastung. Und wir brauchen aber zu dieser großen Belastung Maßnahmen für die Integration auf dem Arbeitsmarkt der Menschen, die nach Europa gekommen sind. Die müssen einmal selbsterhaltungsfähig werden. Ja? Die können sich nicht ewig von den Mitgliedstaaten, von den Nationalstaaten zum Unterhalt leisten, hinsetzen und warten. Das heißt, auch die Grünen werden das in Wien irgendwann einmal kapieren müssen, dass wenn sie die Mindestsicherung nicht reformieren, dass das System irgendwann einmal aus den Fugen gerät. Das heißt, wir müssen alles daran setzen und die europäische Ebene muss ja auch einen Anteil leisten, dass wir die Menschen, die nach Europa gekommen sind, in die europäische Gemeinschaft gekommen sind, in den Arbeitsprozess und in die Gesellschaft integrieren. Wir brauchen hier einen Integrationsfonds, der auch aufgeteilt wird so, was die einzelnen Nationalstaaten an Flüchtlingen und an Flüchtlingsquoten aufgenommen haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir brauchen weiterhin extrem große Anstrengungen, das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union anzukurbeln, denn ohne dem wird es auch nicht gehen, dass beispielsweise die Arbeitslosenquoten in den europäischen Mitgliedstaaten auf die Dauer sinkt. Im Großen und Ganzen, glaube ich, ist eines klar. Wir brauchen auch keine zusätzlichen Eigenmittel. Es ist mit dem 1%, das die Mitgliedstaaten insgesamt in das Europabudget hinein bezahlen, glaube ich, kann es bewendet bleiben. Denn das Einzige, was wirklich als Eigenmittelquote oder als Eigenmittelanteil gut gewesen wäre, wäre natürlich die Finanztransaktionssteuer. Aber wir wissen alle, und der Herr Finanzminister kann sicher ein Lied davon singen, solange nur 10 Mitgliedstaaten oder vielleicht dann irgendwann einmal nur 9 dieser Finanztransaktionssteuer zustimmen und es keine europäische Steuer ist, wird es auch kein Eigenmittelanteil für die Beiträge der jeweiligen Mitgliedstaaten sein. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein wichtiges Thema und es ist auch ein wichtiges Thema für die Akzeptanz der Bevölkerung für die Europäische Union. Das darf man bei aller Europafreundlichkeit und bei allem Europa im Herzen nicht vergessen. Die Akzeptanz wird dann nur so sein, wenn die Menschen das Gefühl haben, Europa regelt oder reguliert nicht zu viel, lässt die Nationalstaaten das tun, was sie auch am besten können und wo sie auch am besten die Gesetze selber machen können. Und Einsparungen, auch im österreichischen Budget müssen Einsparungen gemacht werden. Und deshalb ist es notwendig, dass auch im europäischen Budget dementsprechend bei Austritt der Briten aus der Europäischen Union Einsparungen getroffen werden. Danke.
Der Brexit ist auf alle Fälle eine negative Entwicklung fürs EU-Budget, was aber nicht sein darf, dass dadurch Österreich höhere EU-Beiträge zu zahlen hat, sagte Gabriele Tamandl von der ÖVP.